Stadt bekommt eine Straßenbahn. Die Straßenbahn wird von dem Kirchbergviertel in die Innenstadt geführt. Und die Trasse für die Straßenbahn muss irgendwann das Tal der Alzette queren. Und da gibt es eine Brücke, die 1965 gebaut wurde. Es ist also eine der zwei bekannten Stadtbrücken, über die diese Tram geführt werden musste. Auf diesem Plan erkennt man, dass die Baumaßnahme so strukturiert ist, dass zwei Fahrspuren für jede Fahrtrichtung für den Verkehr aufrechterhalten werden und ein Bereich für die Baumaßnahme zur Verfügung steht. Mit dem SPS hat man eine Komponente gefunden, die es gestattet, das Bauwerk zu verstärken, ohne dass die alte Struktur beeinträchtigt wird. SPS is a composite materials technology for heavy engineering. And it can be used to replace either steel plate structures or reinforced concrete structures. Die BASF arbeitet seit vielen Jahren mit ihrem Partner Intelligent Engineering intensiv daran, das Produkt SPS weiterzuentwickeln und neue Anwendungen zu erschließen. SPS ist ein Verbundwerkstoff, der aus zwei Stahlschichten und einer Polyurethan-Elastomerschicht besteht. Entscheidend für die Eigenschaften des Materials ist die Haftung zwischen den verschiedenen Schichten, um später Kräfte übertragen zu können. A partner like BASF is a global supplier of the technology, the polyurethane technology, which is forms the core of the SPS sandwich. And BASF benefits from every kilogram of polyurethane sold, and every square meter of SPS has approximately 20 kilograms of polyurethane in it. Das SPS-Geschäft ist global ausgerichtet. Daher ist es für uns von entscheidender Bedeutung, dass wir unser Material weltweit unter den gleichen hohen Qualitätsanforderungen fertigen und anliefern können. Gegenüber der klassisch reinen Stahlkonstruktion hat SPS den Vorteil, dass es deutlich leichter ist und das bei gleicher Festigkeit. Ich habe zwei Möglichkeiten, das SPS herzustellen. Entweder direkt auf der Baustelle, indem ich das flüssige Polyurethangemisch direkt in den Hohlraum zwischen den beiden Stahldeckschichten einfülle und dort aushärten lasse, oder ich liefere die bereits vorgefertigten Sandwich-Paneele auf die Baustelle an. Now that the heavy lifting of the research and development is completed, we're really focusing on the marketing of the product. SPS has gained huge acceptance now in all kinds of markets, whether that's maritime, whether that's stadiums or even construction. So it's a really exciting time to be part of working with Intelligent Engineering. Looking into the future at a really unique technology, something that quite frankly I think is going to change the face of construction. I was just saying to my colleague from BASF as we were walking across this iconic bridge, the Pont Rouge in Luxembourg, how extraordinary it was to see such a large area of this bridge being done using the SPS technology. BASF. We create chemistry.